So, für die, die noch dabei geblieben sind, willkommen zurück. Wir sind wieder online. Es gab hier so ein kleines Problem mit der Technik. So ist das immer, wenn man ein bisschen improvisieren muss. Aber jetzt sollte es, hat man mir versichert, wieder laufen. So, wir steigen wieder ein. Wir waren dabei, über Einkommensteuer zu reden, über ein neues Einkommensteuermodell, das Henriette vorstellt und sich als Ergänzung des Wahlprogramms der Piraten gut vorstellen könnte. Und wir hatten da jetzt gerade schon eine ganze Menge technische Diskussionen darüber. Wo waren wir? Michael hatte dann auch noch ein paar Fragen, wenn ich mich nicht irre. Wo wir waren, das ignorieren wir jetzt einfacher mal ganz großzügig und gehen in ein weiteres Themenfeld. Einkommensteuerrecht ohne Ausnahmen. Für alle Einkommensarten dieselbe Steuerformel oder so irgendwie war das gemeint. Wie schaut denn das zum Beispiel im Bereich Körperschaftssteuer aus? Körperschaftssteuer läuft so weiter und ausgeschüttete Gewinne dann nach dieser Formel oder wie soll das funktionieren? Also meines Wissens fällt die Körperschaftssteuer heute nicht unter das Einkommensteuerrecht. Also ich rede jetzt tatsächlich von den Einkommen von privaten Personen, wobei ich denke schon, dass das Konzept so gestaltet ist, dass die Körperschaftssteuer genau gleich gehandhabt werden kann. Dann ist nur der asymptotische Verlauf nicht mehr notwendig. Das könnte man als Flat Tax auch gestalten in der Körperschaftssteuer. Warum nicht? Was passiert dann ist aber im ersten Schritt nicht vorgesehen. Ja, was passiert dann mit den ausgeschütteten Gewinnen? Unterliegen die dann nochmal der Einkommensteuer? Oder das ist ja jetzt ein Grund für eben diese andere Stellung von eben solchen Unternehmensgewinnen, weil wir ja von 100 Euro Unternehmensnetto geht ja Gewerbesteuer runter, Körperschaftssteuer, nachher nochmal von den ausgeschütteten Gewinnen. Entsprechend aber halt nach einer anderen Steuerformel, weil eben ja vorher schon Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer runtergekommen ist. Wie soll das in diesem Modell laufen? In meinem Modell ist die Körperschaftssteuer nicht vorgesehen, aber ansonsten denke ich, ausgeschüttete Gewinne sind Anteile, also Vermögensanteile, wäre dann wie Vermögen zu behandeln und wenn man die besteuern würde, entspräche das eigentlich einer Vermögensteuer. Löhne und Gehälter, die vom Gewinn abgeben, die schmälern den Gewinn sowieso. Über Löhne und Gehälter. Gewinne, bei denen die Flat Tax schon abgeführt wurde, die müssen ja bei der Ausschüttung nicht nochmal versteuert werden. Das würde das Bundesverfassungsgericht nicht zulassen. Ja, im Moment wird es ja zweimal besteuert, aber halt aber entsprechend nur anteilig, geringer. Genau. Und das soll im Prinzip so weiterlaufen oder soll die Körperschaftssteuer ganz abgeschafft werden und wir besteuern nur noch die ausgeschütteten Gewinne? Weil, ich meine, Ziel war ja irgendwie einheitliche Steuerformel für alle Einkommen. So lese ich das zumindest aus dem Antrag raus. Ausgeschüttete Gewinne als Einkommen. Okay, das ist jetzt die Ausnahme der Ausnahme der Ausnahme. Ja, es betrifft im Wesentlichen GmbH-Geschäftsführer. GmbH-Anteilseigner. Ja, genau. Also und Aktiengesellschaften. Ja, genau. Aktiengesellschaften? Dividenden. Als Dividenden. Ja. Überhaupt halt alles, was unter die Körperschaftssteuer fällt. Okay, also es fällt in diesem Konzept wird es noch nicht behandelt. Das ist jetzt eher dann meine eigene Meinung als eine Frage, die zu dem Konzept gestellt wurde. Das ist... im Sinne der Vereinfachung würde ich sagen, die Körperschaftssteuer sollte an die Grenzsteuer angeglichen werden und die Ausschüttung dann nicht besteuert werden. Es ist aber jetzt faktisch egal. Jetzt die Körperschaftssteuer an die Grenzsteuer und dann zusätzlich nochmal Gewerbesteuer drauf? Nein. Oder an die Grenzsteuer abzüglich Gewerbesteuer, die ja von Gemeinde zu Gemeinde auch wieder differiert? Also, da hast du dir mehr Gedanken drüber gemacht als ich, da bin ich mir ganz sicher. Es ist in dem Konzept noch nicht vorgesehen, das ist der nächste Schritt. Ich konzentriere mich ganz ausdrücklich im ersten Schritt auf einen Umfang, den man in einer Legislaturperiode durchführen kann. Die Körperschaftssteuer auch noch mit einzuschließen, ist tatsächlich dann für die ganzen Steuerbehörden
auch eine maßgebliche Umstellung. Ich bin mir nicht sicher, ob das in einer Legislaturperiode umzusetzen ist. Ja, aber ich meine, ohne dass es irgendwie ein Konzept aus einem Guss ist, haben wir dann wieder andere Verwerfungen. Aber okay, das System ist insgesamt so, dass sich andere Systeme daran angliedern können, daran anlehnen können. Ob jetzt bei Gewinnen aus Gewerbebetrieben die Steuer an dem oder an dem Ende abgeführt wird, es ist eine politische Entscheidung, die aber für im Ende keinen Unterschied macht. Ja, das heißt, Einkommen sollen grundsätzlich erstmal ähnlich besteuert werden, egal wo sie herkommen. Wenn dann von bestimmten Gleich. Gleich, okay. Okay, das wird aber schwierig, wenn man zum Beispiel Einkommen hat, da geht Gewerbesteuer runter. Und Gewerbesteuer ist ja von Gemeinde zu Gemeinde auch wieder unterschiedlich. Wird ein bisschen schwierig mit bundeseinheitlichen Bundes- oder Ländersteuern. Das stimmt. Ja. Das stimmt, das ist auch eine wesentliche Herausforderung. Oder sagt man, lösen die Gewerbesteuer ab und bringen das mit rein in die Einkommensbesteuerung und alimentieren dann nach Umlage irgendwie die Gemeinden. Da sind sowieso wesentliche Verschiebungen im Moment und ich halte es auch für relativ sinnvoll, wenn der Bund insgesamt mehr Einnahmen hat und die gleichmäßig verteilt, als wenn die Gemeinden sehr ungleichmäßige Einkommen haben, ja. Also die Steuereinnahmen eher direkt an den Bund abzuführen und dann nach Bedarf zu verteilen, scheint mir das gerechtere System zu sein. Nach Bedarf oder dann heißen zum Beispiel nach Einwohnerzahl einer Gemeinde oder? Da muss man entsprechende Schlüssel finden, ja. Jetzt kratzen wir hier, also wir kommen hier gerade von der Einkommensteuer zur Föderalismusreform. Denn ist auch spannend. Das ist hochgradig spannend und auch immer wieder schön mit den drei Ebenen und dem Hickhack dazwischen. Nochmal zurück zur Einkommensteuer. Wir hatten vorhin schon festgestellt, im Niedriglohnsektor, wir haben immer von 400-Euro-Jobbern gesprochen, da gab es ja jüngst eine Änderung. Das ist jetzt nach vielen Jahren endlich mal angepasst worden, zwar immer noch unterhalb der Inflation, aber das würde jetzt erstmal entfallen, auch dieses alle paar Jahre mal auf den Freibetrag was drauf. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe den neuen Betrag gerade nicht im Kopf. Sind es jetzt 450 Euro? Ich hatte 460 im Kopf. Aber google das einfach. Genau, ihr habt Internet. Also wir wollen das ja nicht abschaffen, von daher. Aber in dem Bereich haben wir eine Änderung. Wie sieht das für Leute aus, die ein Durchschnittseinkommen haben? Wie sieht das für Leute aus, die ein überdurchschnittliches Einkommen haben? Also insgesamt behandelt das Konzept nur die Einkommenssteuer, also Lohn- und Einkommenssteuer. Und innerhalb der Lohn- und Einkommenssteuer ist es modelliert, sodass es aufkommenneutral gestaltet wird. Es ist klar, es richtet sich ungefähr am Durchschnittseinkommen, wo der Schnittpunkt ist, also ein bisschen über dem Durchschnittseinkommen verändert sich nichts für den einzelnen Bürger. Unterhalb des Durchschnittseinkommens haben die Menschen danach mehr zur Verfügung, auch noch abhängig von der Anzahl der Kinder, also insbesondere Familien mit Kindern haben mehr. Und Gutverdiener zahlen deutlich mehr Steuern. Das ist so vorgesehen, das ist so beabsichtigt. Ja. Ja, also es gibt eine Verteilung von oben nach unten, aber wichtig ist trotzdem, dass insgesamt wir kein Geld verschenken wollen, sondern nur das Geld nach unten verteilen, das auch oben generiert werden kann durch eine Steuererhöhung. Ja, jetzt höre ich aufkommensneutral, aber ich meine, es sollen doch mehr Einnahmen generiert werden, um ein Sockeleinkommen zu zahlen. Oder inklusive Sockeleinkommen. Ja, dann hängt das aber natürlich, okay, das ist dann sozusagen der fünfte Parameter, an dem man rumdrehen kann oder der sich dann ergibt. Von welchen Zahlen reden wir denn hier konkret? Also das Sockeleinkommen, das sind 240 Milliarden Euro, so die Größenordnung, die wir da generieren. Ja, jetzt sicher nicht für jeden Einzelnen, sondern dann sind im Jahr für den Staat etwa 240 Euro pro Person und Monat.
Ja, ich habe jetzt mit 224 Euro gerechnet. Das ist einfach eine angenommene Zahl fürs Erste. Dann brauchen wir dann, ich muss mal eben nachgucken. Ich habe mir die Zahl rausgeschrieben, dann habe ich es ein bisschen genauer. Oh, Entschuldigung, ich muss eben nachschauen. Also das Sockeleinkommen sind 218 Milliarden Euro im Jahr, wenn wir für jeden Bürger eben 224 Euro im Monat generieren wollen. Wir können durch die veränderte Steuerformel statt heute 210 Milliarden Euro im Jahr Einkommensteuer dann ungefähr 360 Milliarden Euro Einkommensteuer generieren. Und der Rest sind Einsparungen, weil eben Kindergeld nicht mehr ausgezahlt wird und Ehegattensplitting, da ist auch nochmal 20 Milliarden ungefähr, die durchs Ehegattensplitting eingespart werden. Die Leistungen nach Hartz IV werden natürlich auch entsprechend reduziert, also nicht exakt um Sockeleinkommen, sondern um anteilig, die Menschen sollen ja mehr haben, aber es gibt an allen Enden wo Sozialleistungen ausgezahlt werden, natürlich auch wieder Einsparungen, wo weniger Sozialleistungen ausbezahlt werden, sodass es insgesamt aufkommensneutral ist. Aber der wesentliche Punkt sind eben 150 Milliarden mehr, die in der Einkommensteuer zu generieren sind. Das ist ein großer Brocken. Ja, wie viel waren es noch? 224 im Monat für jeden, oder? Genau. Das ist jetzt nicht irgendwie weltbewegend mehr, als wir derzeit ein Kindergeld haben, oder? Für Kinder ergibt sich trotzdem ein großer Vorteil. Heute haben wir die Besserrechnung Kindergeld oder Freibetrag. Und dann haben wir Kindergeld plus Freibetrag. Das heißt insbesondere, die arbeiten, haben den Vorteil. Ja, und also heißt im Umkehrschluss, diejenigen, die nicht arbeiten, haben dann keinen Vorteil. Ja. Ja, okay. Stellen wir das, ich meine, kann man ja so machen, ist ja nicht per se moralisch verwerflich. Stellen wir es einfach nur mal klar fest, dass es so ist. Haben die dann Nachteil? Ja, also ich sag mal so, es ist mal 30 Euro mehr als das Kindergeld. Ja. Das ist schon mal der Vorteil. Aber keiner kann davon leben, nur Kinder zu haben. Also nur von den Kindern kann man dann nicht leben. Das ist heute nicht so und ist auch nicht auskömmlich. Mhm. Also es ist nicht finanzierbar heute, ist nicht darstellbar. Würde ich gerne. Ja, ist dieser ganze Ansatz nicht deutlich zu kurz gesprungen? In welcher Hinsicht zu kurz gesprungen? Ich meine, wir diskutieren ja in der Piratenpartei auch andere Modelle, zum Beispiel so Grundeinkommen plus eine Flat Tax. Ein wirklich vollständiges existenzsicherndes Grundeinkommen können wir auch da nicht darstellen im Moment, aber haben dann Modelle, die irgendwo bei einem Grundeinkommen von knapp 500 Euro sind und das für Geringverdiener nochmal mit dem Wohngeld ergänzen. Ist das sinnvoll, so mit so einem Sockeleinkommen auf so einen Zwischenschritt zu gehen, oder sagt man, wenn man die politischen Mehrheiten hat, um da irgendetwas zu ändern, das ist natürlich immer Voraussetzung, machen wir es dann nicht lieber gleich richtig? Ich wage es zu bezweifeln. Das Problem ist schon auch die administrative Ebene, ob wir die Steuerverwaltung nicht überfordern, wenn wir zu viele Stellschrauben auf einmal verändern. Also diese drei, vier Stellschrauben auf einmal zu verändern, ist einfach notwendig, weil wir sonst kein harmonisches System bekommen. Die anderen Modelle, die bei den Piraten kursieren, da sind ja mehr oder weniger sinnvolle Modelle im Umlauf. Das Modell, das jetzt auch bei den Sozialpiraten oder von dir auch mitkommt, das halte ich für eine langfristigere Perspektive. Da sind einfach noch wesentlich mehr Aspekte mit aufgegriffen. Das ist das umfangreichere Konzept. Das widerspricht sich aber nicht. Die Frage ist, es ist auch eine politische Entscheidung, wie viel man auf einen Sitz umsetzen möchte.
Ich habe im Grunde genommen habe ich das Modell so abgegrenzt, oder wir haben das Modell so abgegrenzt, dass es das ist, was mindestens auf einen Sitz gemacht werden muss. Das schließt aber nicht aus, dass nicht mehr gemacht werden kann. Im Gegenteil. Mhm. Also es soll unbedingt ergänzt werden. Das ist das Minimum meines Erachtens, was sinnvoll ist, und mehr ist erwünscht. Ja. Ja, bleiben wir noch mal bei diesem Aspekt Überlastung der Steuerverwaltung. Wenn ich von einem derzeit sehr komplizierten Modell, ich glaube, da sind wir uns einig, dass es im Moment sehr kompliziert ist, auf ein deutlich einfacheres Modell gehen, wo auch deutlich weniger Leute veranlagt werden müssen. Also zum Beispiel, wenn wir so eine Flat-Tax-Geschichte haben und von einem normalen Angestellten- oder Arbeiterlohn gehen, die glatte 45% runter, egal wie viele Kinder hat, egal wie, ob der verheiratet ist, einfach 45% abführen. Das kann ja schon der Arbeitgeber dann abschließend machen. Da braucht man denjenigen noch gar nicht mal mehr veranlagen. Bei anderen Geschichten, wenn wir zum Beispiel sagen, wir schaffen die Gewerbesteuer ab, würde ich jetzt auch nicht irgendwie zu der Vorstellung kommen, ja, damit überlasten wir die Finanzverwaltung, weil wir denen ja Aufgaben wegnehmen. Jetzt bin ich mal frech und bringe das Gegenargument zu dem Flat-Tax-Argument. Wir brauchen dann dafür wesentlich mehr Steuerfahnder, weil ab dem ersten verdienten Euro Steuern finanziert bezahlt werden müssen, und gerade im Geringverdienerbereich ist Schwarzarbeit sehr, sehr verbreitet. Das heißt, es wird kaum jemanden geben, der in dem Bereich, in den Bereichen, in denen heute Schwarzarbeit schon gängig ist, das angegeben wird. Ja, also im Moment haben wir ja die Situation, dass Geringverdiener ja ALG-2-Aufstocker sind. Die haben einen Transferentzug von etwa 84%. Wir würden das reduzieren auf etwa 70 oder ziemlich exakt 70%. Ist ja nicht nur die 45% Flat-Tax, sondern es kommt dazu die Arbeitnehmerbeiträge, Sozialversicherung, es kommt dazu die Gegenrechnung vom Wohngeld, die wir bei den Geringverdienern noch haben. Das heißt, statt 84 haben sie nur noch 70% Transferentzug oder Einkommensentzug. Wo siehst du da den Anreiz, jetzt mehr schwarz zu arbeiten und nicht weniger? 70% also, Einkommensentzug? So, für Geringverdiener haben wir ja wie für alle 45% Flat-Tax. Also wenn, wenn Geringverdiener für die ersten 500 Euro oder bis zum Existenzminimum gar keine Steuern zahlen müssen, dann können sie das auch angeben, da ist überhaupt kein Problem. Wenn aber Geringverdiener schon für den ersten Euro 45% Steuern zahlen müssen, dann lohnt es sich auch schon, den ersten Euro schwarz zu arbeiten. Und dann kommen sie erst gar nicht in das System rein. Ja, aber im Moment zahlen sie ja... Also sie zahlen es nicht an Steuern, aber sie bekommen es von ALG2 abgezogen. Unterm Strich ist es doch das Gleiche, ob das Amt mir irgendwas abzieht oder der Arbeitgeber mir irgendwas abzieht. Die Kontrolle ist eine ganz andere. Man muss an ganz anderen Stellschrauben kontrollieren. Heute wird eben viel ja über das Arbeitsamt kontrolliert, und nach dem Flat-Tax-System bräuchten wir viel mehr Menschen, die Schwarzarbeit kontrollieren. Also es wäre nicht unbedingt weniger Kontrolle, es wäre nur Kontrolle an anderen Stellen, und deshalb sehe ich da auch einen großen Umstellungsbedarf. Wir werden da schon auch Probleme bekommen durch die Umstellung an anderen Stellen. Und wir müssen auch Mitarbeiter in den Finanzverwaltungen, wir können die nicht nur abbauen, wir müssen sie auch umschulen. Es sind ja ohnehin Beamten, die man nicht einfach so abbauen kann. Ja, deshalb sehe ich das eben problematisch, das zu schnell zu machen. Ich für das ganze Konzept, bis es umfangreicher wird, bis das Sockeleinkommen eine Größenordnung vom Hartz-IV-Satz oder so erreicht, würde ich eher eine Größenordnung von 2 Legislaturperioden, so einen Zeithorizont von 2 Legislaturperioden sehen. Nicht von einer. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Meine Meinung. Ja.
muss man dann auch die Fachleute in den Finanzverwaltungen zu Rate ziehen. Nichtsdestotrotz können wir als Piratenpartei natürlich auch langfristige Ziele haben und die anstreben. Da sind wir, glaube ich, auch auf einer Linie. Nee, Hase, mach ruhig. Gut, also mein Mitleid mit Finanzbeamten hält sich immer in relativ engen Grenzen. Obwohl die natürlich Prügelknaben der Nation sind und wohl die am meisten gehasste Berufsgruppe. Aber du sagst, die Verwaltung nicht überfordern, ist das eine. Mein Gedanke war die ganze Zeit, vielleicht auch die Politik nicht überfordern, beziehungsweise die Bürger nicht überfordern. Wenn man zu viel auf einmal umstellt, wer weiß, was dann bei rauskommt, das gibt ja dann relativ schnell wieder Angst. Ja, und wir können Fehler machen, neue Schlupflöcher machen sich unter Umständen auf. Also es ist auch wichtig, dass die Umstellungen, die wir machen, dass wir die sauber machen, komplett durchdacht, dass wir keine neuen Fehlerquellen einbauen. Was wir nämlich nicht brauchen können, sind Steuerschlupflöcher, die Milliardenlöcher aufreißen dadurch, weil wir irgendwo was vergessen haben. Das ist ein schönes Stichwort. Sowas soll es ja im Moment auch schon geben. Ich suche immer noch was, was für meine Gehaltsklasse passt, ja, wo ich mich mal vielleicht vom Finanzamt verabschieden kann. Aber angeblich soll es das ja auch heute schon geben, dass Leute... Karussellgeschäfte in der Umsatzsteuer. Ich kann ja erklären, wie das funktioniert. da geht es um 100 Milliarden Beträge und so, ja. Gut, an der Umsatzsteuer machen wir hier noch nichts. Haben wir an der Stelle Verbesserungen mit einem neuen Modell bei der Einkommenssteuer? Es gibt Leute, die sich ihr Einkommen schön rechnen können. Und ich habe mal gehört, es soll Leute geben, die haben Betrag X und es haben andere Leute halb X, aber die zahlen tatsächlich, haben das halbe Netto, haben das halbe Bruttoeinkommen, zahlen aber mehr Steuern als der das Doppelte bekommt. Wie kann sowas im Moment sein und kommt sowas weiterhin vor? Naja gut, also wenn man jetzt Einkommen als Kapitaleinnahmen, als Kapitaleinkommen umdeklariert, also als Firmeninhaber und so, kann man, hat man da Gestaltungsspielraum, dann zahlt man die Abgeltungssteuer und keine Einkommensteuer. Und eigentlich kann kein normaler Bürger verstehen, warum Einkommen aus Kapitaleinnahmen geringer besteuert werden sollen als Einkommen aus Arbeitskraft. Zumal es kann auch keiner verstehen, warum sich die Einkommen aus Kapitaleinkommen nicht am Sozialversicherungssystem beteiligen sollen. Die sollen, ja, es ist, ich glaube, die allermeisten Deutschen sind dafür, dass es da eine Vereinheitlichung gibt und dass es keine, also die wesentliche Ausnahme ist die Abgeltungssteuer, dass diese Ausnahme der Abgeltungssteuer abgeschafft wird. Es gibt dann noch haufenweise kleine Ausnahmen für landwirtschaftliche Betriebe und. Die sind alle kompliziert und es sind keine großen Unterschiede. Aber sie sind vor allem kompliziert. Sie sind vor allem kompliziert und überflüssig. Ja, wieso haben wir überhaupt sowas wie die Abgeltungssteuer? Weil Steuer auf Kapitalerträge werden dann ordentlich bezahlt, wenn sie an der Quelle abgeführt werden. Also wenn das gleich die Bank macht oder wer auch immer, oder vielleicht sogar gleich die Bank in der Schweiz und das rumüberweist. Ansonsten funktioniert das eher weniger. Die Abgeltungssteuer wurde ja nicht aus Jux und Tollerei eingeführt, sondern weil man dort endlich mal Steuereinnahmen haben wollte, die halbwegs realistisch sind. Und die Schwierigkeit ist, solange man eine Progression in der Einkommensteuerformel hat, hat man Schwierigkeiten, das mit dem persönlichen Steuersatz schon gleich an der Quelle abzuschöpfen. Weil dann müsste im Prinzip die Steuererklärung auch nochmal bei der Bank eingereicht werden, damit die diesen persönlichen Steuersatz kennt. Und das ist eben der Vorteil zum Beispiel von der Flat Tax, da ist der Steuersatz bekannt. Da ist der bei uns im Modell jetzt für Kapitalerträge 50%, die Bank zieht 50% ab, danach kann der meinetwegen sein Geld auch in die Schweiz verschieben oder wohin auch immer. Die Steuern sind schon bezahlt. Das
ist bedingt aber, dass man entsprechende Flat Tax hat. Immer dann, wenn man eine Progression hat, hat man eben diese Möglichkeit nicht. Eine Progression hat das Modell ja nicht wirklich. Es hat einen Grenzsteuersatz, den man da genauso ansetzen könnte an der Quelle. Und dann kann die anfängliche, für geringe Einkommen anfängliche Abschwächung des Einkommenssteuersatzes, das kann ja nachher zurückgefordert werden. Da könnte man einfach eine Umkehr der Beweislast in Anführungsstrichen einführen. Also erst den vollen Steuersatz und dann Rückforderung. So ist es übrigens heute auch schon für geringe Einkünfte. Es gibt heute die 25%, die jeder zahlen muss, die an der Quelle abgeführt werden. Und Menschen mit geringeren Einkommen können sich das dann zurückholen. Ja, da muss man das halt so rum machen. Ja, warum nicht? Da sehe ich kein Problem. Wieso hüpft mir gerade das scheue Reh des Kapitals gerade wieder durch den Hinterkopf? Kapitalflucht? Ja, genau. Es ist eigentlich ziemlich egal, ob wir jetzt einen Steuersatz von 40% oder von 60% haben am oberen Ende. Wir werden Kapitalflucht in diesem Bereich haben, solange es Länder gibt, mit denen wir Steuerabkommen, Doppelbesteuerungsabkommen haben, in denen keine Steuer anfällt. Menschen mit hohen Kapitalerträgen die Möglichkeit haben, in irgendeinem Land gar keine Steuern zu zahlen, warum sollten sie dann 25% Abgeltungssteuer in Deutschland zahlen? Das sind die Schlupflöcher, an die wir ran müssen. Wir müssen an die Verträge ran, die Doppelbesteuerungsabkommen, die müssen unbedingt überarbeitet werden. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, dass die überhaupt so ausgestaltet sind, wie sie heute sind. Also da habe ich auch ganz böse Hintergedanken. Ja, die Schwierigkeit ist ja, dass die Steuern im Prinzip am Ende der ganzen Kette anfallen und nicht am Anfang. Die Zinsen, die da ausgezahlt werden, die werden doch nicht irgendwo in Steueroasen erwirtschaftet. Ich meine, Liechtenstein hat noch ein bisschen Industrie, die Bahamas wahrscheinlich schon deutlich weniger. Dort werden aber doch die Zinsen nicht erwirtschaftet, sondern die werden in den Industrieländern erwirtschaftet. Und wenn wir da die Chance haben, gleich ganz am Anfang der Kette die Sachen, die Steuern einzuziehen, da die 50%, und dann zu sagen, okay, dann darf das irgendwie über wie viel auch immer Ketten, das sind ja oft auch verschiedene Investmentfonds dazwischen, wo das Geld und die Erträge einfach weitergereicht werden und wo es relativ schwer zu sehen ist, wie viel ist denn da wo anteilig angefallen. Und eben deswegen wird es dann auch wieder schwierig, das entsprechend, wenn man in Anführungszeichen zu viel gezahlt hat, das dann auch wieder entsprechend nachzufordern. Wenn man aber so ein Flat-Tax-Modell hätte und sagt, okay, das Unternehmen, das da irgendwo Zinsen bezahlt, okay, wenn es direkt an eine Bank zahlt, dann soll es die Bank machen. Ansonsten, wenn das Unternehmen direkt ausschüttet, hat es das Unternehmen zu machen, zieht die 50% ab, führt die einen Fiskus ab und danach kann es egal sein. Das aber wieder bedingt eben, dass man da mit einer Flat-Tax rangeht. Wie soll das aber geschehen, wenn die Gewinne in anderen Ländern deklariert werden? Auch die Flat Tax greift nur auf die Gewinne. Und solange die Unternehmen, die international tätig sind, die Möglichkeit haben, die Geschäfte so auszuweisen, dass die Gewinne in anderen Ländern erwirtschaftet worden sind, dann nützt auch eine Flat Tax nichts. Wäre zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Ich meine, diese Möglichkeit, die Gewinne zu verschieben, haben wir ja heute schon. Wir haben hier in Deutschland relativ hohe Unternehmensbesteuerung, zwar unter den wirklichen Industriestaaten konkurrenzfähig, aber im Vergleich zu Niedriglohnländern doch ziemlich heftig. Von 100 Euro Unternehmensgewinn gehen so nach Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer und Besteuerung der ausgeschütteten Gewinne etwa 48,5% runter. Auf Wikipedia kann man sich die Rechnung mal anschauen. Das ist schon relativ heftig. Und wenn die Unternehmen es so einfach hätten, die Gewinne zu verschieben, wieso fallen in Deutschland dann ohnehin noch Gewerbesteuer an, noch Körperschaftssteuer, die müsste doch dann alles komplett weg sein, wenn man so einfach die Gewinne verschieben könnte. Ja, es ist tatsächlich so, das ist ein Problem. International tätige Konzerne zahlen schon kaum mehr Steuern.
An die kommen wir eigentlich auch nur über eine Verbrauchssteuer, über eine Mehrwertsteuer und so richtig ran. Heute zahlen im Wesentlichen die Firmen Körperschaftssteuer, die nur in Deutschland tätig sind. Das sind mittelständische Unternehmen, nicht die großen. Die, die definitiv in Deutschland tätig sind. Aber sobald internationaler Handel stattfindet, wird nicht mehr viel Steuern gezahlt. Das ist heute schon so, ja. Ja, würde das aber durch eine solche Quellenbesteuerung denn nicht deutlich besser? Ich meine, was sind denn die Möglichkeiten, wie man da Gewinne ins Ausland verlagern kann? Das erste ist, man wird finanziert von der Konzernmutter und zahlt dort Zinsen hin. Zweite gängige Weg, man zahlt für irgendwelche Patente oder Lizenzen, die im Ausland liegen, entsprechend hohe Gebühren und verschiebt da relativ viel Gewinn eben in Niedrigsteuerländer oder es sind konzerninterne Verrechnungspreise für irgendwelche Leistungen, die dann überteuert eingekauft werden. Als Letztere kommt man wahrscheinlich sehr, sehr schwer ran, weil das nachzuweisen, dass ein Konzern da bei den konzerninternen Verrechnungspreisen sehr wahrheitswidrig irgendwelche Sachen falsch angenommen hat, das ist sehr schwer zu beweisen. Aber diese Geschichten für die Kredite zum Beispiel, also man wird von der Konzernmutter finanziell kapitalisiert und zahlt dafür entsprechend Zinsen. Sobald diese Zinsen hier an der Quelle abgeführt werden, also mit einer Flat Tax hier in Deutschland besteuert, trifft das ja auch zu für diese Geschichten, die zum Beispiel an die Konzernmutter gezahlt werden. Wenn die Zinsen in Deutschland aufgenommen werden, was sie ja in der Regel nicht getan werden. Moment, wenn ich das umstellen möchte, also es werden nicht die Zinsen aufgenommen, es werden die Kredite aufgenommen. Ja, Kredite, nein, und für die werden Zinsen gezahlt, aber das soll ja nicht sein. Also wie gesagt, Quellenabschöpfung heißt ja dort, wo der Zinszahler sitzt, der soll das abführen. Beziehungsweise wenn es direkt an eine deutsche Bank geht, dann führt die ab, dass man da aus Verwaltungsvereinfachung einfach so ein Primat der Bankabführung einführt. Aber das haben wir ja bei diesen konzerninternen Geschichten nicht. Das heißt, deutsche Tochtergesellschaft zahlt an Konzernmutter, die, sagen wir mal, in Irland sitzt oder Bahamas oder was auch immer, Zinsen, aber ja, führt die Steuern schon an den deutschen Fiskus ab. Das sind jetzt aber Zinseinnahmen, nicht andersrum, Zinszahlungen. Wir haben ja jetzt so, dass die großen Konzerne Zinszahlungen steuerlich geltend machen können. Also sie nehmen Kredite auf und zahlen Zinsen und die können steuerlich als gewinnmindernd geltend gemacht werden. Andersrum legen sie Geld in anderen Ländern an, bekommen in anderen Ländern Zinsen und müssen es dort nicht versteuern. Also Und wenn man diese Sachen einfach umdrehen würde und sagt, der Zins wird nicht dort versteuert, wo der Empfänger sitzt, sondern der Zins wird dort versteuert, wo der Erwirtschafter sitzt. Weil die Zinsen werden nun einmal in den Industrieländern erwirtschaftet und nicht auf den Bahamas. Ja, das setzt auch solche Sachen wie Datenfreigabe voraus. Warum? Solange wenn wir nicht wissen, was in anderen Ländern passiert, was die Firmen in anderen Ländern machen. Solange wir in Deutschland erlauben, dass deutsche Konzerne mit ausländischen Trusts zusammenarbeiten, können wir überhaupt nichts kontrollieren. Ich glaube, in einer vom Freihandel geprägten Weltwirtschaft wird man das auch nicht unterbinden können, dass deutsche Firmen mit anderen Firmen im Ausland zusammenarbeiten. Aber wenn man da aber wir können unterbinden, dass Aktiengesellschaften nach deutschen oder europäischen Rechts mit Trusts zusammenarbeiten. Also ich denke, da können wir drauf hinarbeiten. Und der Vorteil davon wäre? Dafür bin ich jetzt doch nicht tief genug in dem Thema. Also es sind ich werde jetzt hier plötzlich als das ist sowieso das Problem. Wir sind auch gerade wahnsinnig zur Unternehmensbesteuerung abgedriftet, statt beim Einkommen. Aber es gibt ganz klar die Zusammenhänge, denn Geld wird in Unternehmen verdient, Einkommen wird in Unternehmen generiert,
das meiste jedenfalls. Und da haben wir mit Körperschaftssteuer, Einkommen aus Kapitalerträgen werden niedriger besteuert, weil sie eben nicht doppelt besteuert werden sollen und so weiter, haben wir natürlich Verflechtungen immer zum Einkommen, überall da, wo Gewinne ausgeschüttet werden. Und über solche Gewinnverschiebungen kann man Dinge tun. Wir wollen nochmal zur Steuer und zur Einkommensteuer zurück. Vielleicht auch dazu, dass wir hier eine relativ für viele Leute abschreckend kompliziert aussehende Formel in dem Antrag haben. Und ich glaube, wir müssen die doch nochmal erläutern, was bei dieser Formel rauskommt. Im Wesentlichen kommt da eine Kurve bei raus, die irgendwo anfängt. Es gibt ein Einkommen, das nicht besteuert wird. Es gibt ab einem bestimmten Einkommen wird besteuert. Die Steuer steigt dann an. Und du sagtest, steigt gegen einen Grenzsteuersatz. Du hast, glaube ich, vorhin von... Asymptotisch habe ich gesagt, das Wort. Das weiß vielleicht nicht jeder. Also asymptotisch heißt eigentlich, dass der Grenzsteuersatz, dass es den Grenzsteuersatz nie erreicht. Es geht immer dichter dran an den Grenzsteuersatz. Ist aber Sie nicht nähert so wichtig. Sich dem an. Das sind jetzt mathematische Details. Aber du hattest für den Grenzsteuersatz auch eine Zahl genannt, wenn ich mich nicht irre. Die steht sogar im Antrag drin. Im Antrag steht ein Zahlenbereich drin. Ja. Also das ist, ich sehe 55% plus eher als 45% als realistisch. Der Grund ist, dass im Wesentlichen die Krankenversicherungsbeiträge draufkommen zum heutigen Grenzsteuersatz. Also das ist die Summe, um die sich das der Grenzsteuersatz draufkommen erhöht. Heißt, in diesem Steuersatz sind die Krankenversicherungsbeiträge bereits mit drin. Genau. Und wenn genau, wir heute aber für alle, auch für die Hochverdiener. Auch für alle. Und wenn wir heute von Steuersätzen reden, dann kommen die Krankenversicherungsbeiträge immer noch obendrauf. Ja, jetzt haben wir einen Grenzsteuersatz mit Reichensteuer und Solidaritätszuschlag. Das sind roundabout 47,5%. Und wenn wir da von Krankenversicherungsbeiträgen ungefähr 8% noch mit drauf rechnen, dann sind wir ungefähr bei 55%. Das ist nichts anderes, als wenn wir bei der Krankenversicherung die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen. Das wäre die nächste Frage gewesen. Das wäre juristisch problematisch. Aber das über die Steuerfinanzierung ist einfach eine andere Gestaltung und juristisch wasserfester, obwohl es das Gleiche ist. Warum wäre die Abschaffung problematisch? Die Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze. Ja. Ich kenne jetzt nicht. Ja, in der Krankenversicherung weniger kritisch als in so Sachen wie Rentenversicherung oder Arbeitslosenversicherung. Zumindest dann, wenn man dann nicht die Leistungen auch ungedeckelt macht. Okay, solange man das komplett ungedeckelt macht, in der zum Beispiel Rentenversicherung, zahlt jemand, der zum Beispiel Unternehmer ist, viele, viele Millionen im Jahr verdient, zahlt entsprechend auch dann wohl 1, 2, 3 Millionen Rentenbeiträge, kriegt dann aber auch eine sehr hohe Rente von mehreren Millionen im Jahr. Wenn man das allerdings deckeln möchte, die Beiträge aber ungedeckelt lassen möchte, dann weicht mir das Versicherungsprinzip auf, dass nämlich die Leistungen der gesetzlichen Versicherung in einem Zusammenhang stehen mit den Beiträgen. Und das ist kritisch bei einer Sozialversicherung. Diese Art von Umverteilung macht man sinnvollerweise über Steuern. Da sind wir uns mal völlig einig. Bei der Krankenversicherung ist das, weil wir ohnehin diesen Zusammenhang zwischen Leistung und Beiträgen nicht wirklich haben. Jemand, der viel Beiträge zahlt, darf ja nicht häufiger krank werden oder die teureren Krankheiten haben, sondern es wird das bezahlt, was medizinisch notwendig ist in gewissen Bereichen. Verschiedene Sparrunden haben ja diesen Zusammenhang ja auch schon etwas aufgeweicht. Von daher ist auch die Idee, dass wir dort anfangen bei der Krankenversicherung zuallererst das in die Steuerfinanzierung reinnehmen, weil es eben nicht diesen Zusammenhang zwischen Beiträgen und Leistungen gibt, ist eine Geschichte, die ich im Prinzip unterstütze. Würde aber dann natürlich heißen, jemand ohne Einkommen, der nur Krankenversicherungsbeiträge zahlt, der kriegt, wie ja in deinem Modell auch beschrieben, ja eine negative Einkommensteuer, also der kriegt ja raus,
nämlich eben diesen Krankenkassenbeitrag? Nein. Die negative Steuer entsteht für den Staat. Der zahlt sie an den indirekt an den Beitragszahler, den Bürger, aber eigentlich durchlaufend direkt an die Versicherung. Das heißt, der Einzelne bekommt sie nicht. Der Krankenversicherungsbeitrag wird dann direkt aus der Steuerkasse an die Krankenversicherung bezahlt. Ja, das ist jetzt aber so nicht... Für den Staat entstehen negative Einkommenssteuern. Ja, das ist jetzt so im Antrag leider nicht so dargestellt, sondern es sieht so aus, als ob da nochmal ein Haufen Finanzbeamte nochmal negative Einkommenssteuer für Leute, die nicht veranlagt werden, ausrechnen müssen. Das ist natürlich sinnvoller, das direkt zu machen. Die Frage steht im Raum, wenn wir das ohnehin über die Steuern laufen lassen, was brauchen wir noch? Krankenkassen? Ja, das ist auch ein administratives Problem, wie viel Umstellung können wir in einem Schritt machen. Also das Krankenversicherungssystem würde ich auch in Frage stellen, so wie es heute ist, habe ich aber in dem Konzept nicht angefasst. Also deshalb auch die Bürgerversicherung. Wir haben da einfach, also keine Partei hat bisher da eine wirklich konsistente Lösung erarbeitet, die komplett sauber durchgearbeitet ist. Was wir eben machen können, ist die gesetzlichen und die Privatversicherten einfach insofern gleich behandeln, als dass bei den Privatversicherten eben die Leistungen, also die Beitragsanteile, die der Leistung einer gesetzlichen Krankenversicherung entsprechen, die können auch bei den Privatversicherten von der Steuer abgezogen werden, von der Steuerlast abgezogen werden, genauso wie die Arbeitnehmeranteile der gesetzlichen Krankenversicherung. Dadurch sind die privat und gesetzlich Versicherte faktisch gleichgestellt. Die besseren Leistungen der Privatversicherten, die werden danach anders behandelt. Die können dann muss man sich auch politisch überlegen, aber wahrscheinlich sieht es dann so aus, dass sie vom zu versteuernden Einkommen auch abgezogen werden. Ich schätze mal, dass das Bundesverfassungsgericht da einen Riegel vorsetzt, dass sie gar nicht abgezogen werden können. Da gab es kürzlich erst ein Urteil, das in die Richtung ging, dass auch Zusatzversicherungen eben abgesetzt werden können. Können wir als Piratenpartei auch nicht einfach übergehen, solche Urteile. Also das würde dann heißen, von der Steuer, vom zu versteuernden Einkommen abgesetzt, aber nicht von der Steuerlast abgezogen. Genau, also wenn jetzt ein Privatversicherter bessere Leistungen bekommen will, muss er den Beitrag dafür selber zahlen, das ist ganz klar. Ja, jetzt auch hier wieder die Frage, ist das dann nicht auch schon wieder zu kurz gesprungen? Ich meine, wir haben einen Haufen Probleme in der Finanzierung des Gesundheitssystems. Wäre doch sinnvoll, dass alles Geld, das wir da ohnehin schon in die Hand nehmen, in die medizinische Leistung stecken und nicht in die Verwaltung. Dass wir einen Haufen Krankenkassen haben, die viel Verwaltungsoverhead machen, verbessert ja kein bisschen die medizinische Leistung. Wieso gehen wir da nicht direkt komplett auf ein steuerfinanziertes Gesundheitssystem? Halte ich für schwer durchsetzbar. Ich will jetzt nicht sagen nicht durchsetzbar, schwer durchsetzbar. Ich halte es auch für zu kurz gesprungen, aber ich halte es für eine wesentliche Verbesserung vom heutigen System. Würde diesen Schritt unbedingt anstreben. Wenn wir größere Schritte hinbekommen, bin ich unbedingt dabei. Gut, da habt ihr dann mich dagegen. Warum? Weil ich das weil ich das Schweizer Modell kenne, das auf eine rein private Krankenversicherung setzt, also gar keine gesetzliche hat. Was der Gesetzgeber dort regelt, ist, es gibt einen Basistarif und es gibt ein Leistungspaket. Und jede private Versicherung ist verpflichtet, dieses Leistungspaket zu diesem Tarif anzubieten, jedem anzubieten. Und jeder Versicherte kann jederzeit in diesen Basistarif wechseln und dann eben dieses Basisleistungspaket bekommen. Haben wir in Deutschland auch. So. Und ansonsten sagt der Schweizer Staat, halten wir uns da raus, macht Versicherung, wie ihr wollt. Allerdings geht es dann immer aus dem versteuerten Einkommen. Das Problem ist, das fände ich auch gut, es gab nur ein Bundesverfassungsgerichtsurteil dagegen und das können wir leider nicht ignorieren. Da haben die Gerichte in Deutschland anders geurteilt als die Gerichte in der Schweiz. Die haben ja auch eine andere Verfassung da unten und
haben ohnehin eine andere Tradition. Aber was spricht denn dagegen zu sagen, die sozusagen die Basisleistung steuerfinanziert für alle, man geht quasi mit dem Perso zum Arzt und wird behandelt, und alle Zusatzleistungen, das kann man ja komplett den privaten Krankenversicherungen überlassen. Wer da besser abgesichert sein möchte, kann das privatwirtschaftlich tun und gut ist. Kann man im Prinzip so tun, ja. Ja. Hast du halt immer zwei Stellen, an denen du da arbeiten musst. Aber ja. Ja, die Frage ist tatsächlich die Frage der politischen Umsetzbarkeit. Wenn wir das langfristige Ziel im Auge haben und immer nur sagen, ja, warum nicht gleich so, warum nicht gleich den großen Wurf machen? Also die Erfahrung hat gesagt, dass große Würfe fast nie geklappt haben. Dann blieb es beim Stillstand und gar nichts passierte. Dann denke ich doch lieber, also ein Konzept, das eindeutig ein Weg in die richtige Richtung ist und sich diesem Endziel deutlich annähert, als auf der Stelle stehen zu bleiben und jahrelang darüber zu diskutieren, aber nichts zu tun. Ich halte mal dagegen provokativ. Die Erfahrung zeigt, dass im politischen Diskurs oder im parlamentarischen Diskurs über ein Gesetzesvorhaben zum Beispiel dann immer hin und her diskutiert wird und dann immer der Kompromiss gesucht wird. Müsste man nicht deshalb ein bisschen größer rangehen, damit man da noch, ich sag mal, Verhandlungsmasse hat, dass man noch mal nachgeben kann? Nun, es sollte jetzt die, also dann stelle die Frage mir. Die Frage stelle ich der Falschen, die muss ich dem stellen, der schon länger bei den Piraten ist. Ja, also ich halte es nicht für richtig zu sagen, wir gehen irgendwie mit völlig überzogenen Forderungen rein, irgendwie Gewerkschaftsmodell, irgendwie 200% fordern, damit man 100% kriegt, also irgendwie 1000 Euro Grundeinkommen fordern, damit es nachher 500 werden. Nee, die Konzepte, mit denen wir in ein Wahlprogramm reingehen, müssen schon in sich stimmig sein, müssen theoretisch so umsetzbar sein. Also, dass man sagt, okay, hätten die Piraten nach der nächsten Wahl 50 plus x Prozent der Mandate, würden dieses Land mit absoluter Mehrheit regieren, Bundesrat auch noch, und könnten einfach machen. Dann muss das, was wir in unseren Wahlprogrammen drin haben, muss so umsetzbar sein, ohne dass uns ein Koalitionspartner oder so dann noch zur Ressort bringt und überzogene Wünsche da irgendwie auf ein Normalmaß zurechtstutzt. Soweit muss das seriös sein. Aber innerhalb dieser Grenze, also wir sollten bis an die Grenze von dem gehen, was seriös darstellbar ist, also innerhalb dieses Rahmens dann schon an die Grenze gehen, damit auch klar wird für einen Leser, der ein Wahlprogramm liest, was wollen die Piraten überhaupt. Wenn wir da mit irgendwelchen Kompromissgeschichten schon reingehen, wird das sehr schnell sehr undeutlich, was wir wollen. Dazu sage ich mal so, Zitat eines Bundestagsabgeordneten aus Schleswig-Holstein: An den großen Wurf im Steuersystem traut sich derzeit keiner dran, von den großen Parteien schon gar nicht. Und ich halte das schon für einen sehr großen Wurf, also diesen ganz, ganz, ganz großen Wurf. Ja, wir sind auch keine große Partei und der Mut ist bei den Piraten noch ein bisschen ausgeprägter. Wahrscheinlich auch deswegen, weil wir jetzt noch nicht im Parlament sind und in der nächsten Legislaturperiode mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auch noch nicht an einer Regierung beteiligt sind. Da kann man schon mal mutiger sein. Natürlich immer im Rahmen dessen, was noch wirklich seriös ist, aber an die Grenze dessen sollte man dann schon gehen. Aber ich finde das interessant. Ich war noch nie in der Situation, in der ich rechtfertigen musste, warum nicht viel mehr. Bisher war es immer, warum so viel auf einmal? Jetzt plötzlich, warum nicht gleich dies und jenes? Und ja, ich weiß ja nicht, willkommen, willkommen bei den Piraten. Also ich sag mal, ich habe es ganz bewusst geschaut, wie viel mindestens, und mindestens heißt mindestens weniger als das Kindergeld als Sockeleinkommen, macht keinen Sinn.
finde ich, ist meine Meinung. Da kann man natürlich einen Kompromiss finden, fangen wir bei 100 Euro an, dann kann man sich überlegen, ist es dann wirklich noch eine Bürokratieentlastung. Also wenn es irgend geht, würde ich nicht unter einem Betrag anfangen, mit dem man das Kindergeld einsparen kann. Weil letztendlich die Familienkasse auch die Behörde ist, die das Sockeleinkommen nachher verwalten soll. Da haben wir gleich eine Behörde, die in der Lage dazu ist, in der wir die Leute haben, die entsprechend ausgebildet sind, dass sie genau diesen Bereich übernehmen können. Und ja, wenn wir weniger als das Kindergeld auszahlen, dann haben wir wieder einen Verwaltungsapparat, den wir aufbauen müssen und nicht einen, den wir umstellen können. Warum sollten die anderen Parteien oder warum, ja, das ist eine Untergrenze, da würde ich mich nicht drunter verhandeln lassen wollen. Ich will dich ja auch gerade nicht drunter handeln, ich will ja nach oben handeln. Nein, die Frage, ja, warum nicht gleich mehr, wenn man nachher wieder runtergehandelt wird? Also fand ich jetzt deine Antwort eigentlich sehr gut. Nein, gleich realistisch rangehen und gar nicht arabischer Bazar spielen. Wir sind und dann diamanthart. Ja, die Piraten stehen für einen anderen Politikstil. Warum nicht auch hier? Ist eine Idee. Muss man dann natürlich genauso kommunizieren, denn nach meiner Erfahrung ist es halt so, es wird immer erwartet, dass man mit eher überzogenen Forderungen rangeht, um eben irgendwelche Verhandlungsmasse zu schaffen, weil es einfach so üblich geworden ist. Aber es ist, ich denke ja auch, deshalb wollte ich das zumindest nochmal provokativ reintun. Ich denke, es ist der Stil der Piraten. Nein, was wir sagen, das machen wir so oder eben nicht. Naja, sagen wir mal so, also diese überzogenen Forderungen stellen vor allem Oppositionsparteien und auch Parteien im Wahlprogramm, die erwarten, in der Opposition zu bleiben. Und ich denke doch, die Piraten... Sag doch gleich die Linke. Ja, also die Grünen stellen solche Forderungen schon nicht mehr, schon lange nicht mehr. Also ich denke mal, die Piraten sind so aufgestellt, dass sie von Anfang an... fähig zu einer Regierungsbeteiligung wären. Wir müssen uns nicht erstmal in diese Oppositionsrolle begeben. Warum? Ja, wir müssen uns jetzt erstmal in diesen parlamentarischen Betrieb zurechtfinden. Und wenn ich mir so diese ganzen Anträge durchschaue, die jetzt da, also soweit ich das schaffe, das Antragsbuch ist ja nochmal ein bisschen dicker ausgefallen als beim letzten Programmparteitag, aber da haben doch etliche Anträge noch deutlich Luft nach oben, so vom Inhaltlichen, von der Fachkenntnis, die dahinter steht und so weiter. Ich glaube, das wäre jetzt nicht gut, gleich mit Regierungsbeteiligung anzufangen. Naja, wenn es darum geht, Mehrheiten zur Kanzlerwahl zu erzeugen, warum nicht? Wir müssen ja nicht gleich einen Minister stellen. Ja, na also gut. Duldung das ist ein, was anderes. Das ist ein ganz großes Fass und ich fürchte, in diesem Wespennest sollten wir nicht weiter rumstochern. Und da passt es ganz gut, dass wir auch im Prinzip am Ende der Sendung sind. Trotz technischer Schwierigkeiten haben wir ja jetzt doch noch ein bisschen Zeit gefüllt. Und ich würde mal sagen, abschließende Worte von dir? Ja, fällt mir jetzt nichts ein. Also ich hoffe auf Unterstützung in Bochum und hoffe darauf, dass ein paar Leute den Antrag einmal anschauen und vielleicht noch den Hinweis, dass der auf der Webseite zukunftsnetzwerk.net auch nochmal mit Präsentation ein bisschen dargestellt ist. Da kann jeder nachlesen. Und wir sagen auch die Antragsnummer nochmal dazu, Programmantrag 253 im Piratenwiki zu finden. Vielen Dank an meine Gäste, vielen Dank Henriette, vielen Dank Michael, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.